Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dark World. Und bevor wir jetzt so anfangen mit den nächsten Quests, möchte ich euch nochmal sagen, es tut mir leid, wenn jetzt in diesem Projekt ab den nächsten Parts eventuell eine starke Verzögerung kommt. Ich möchte das natürlich so schnell wie möglich hochladen. Und alles. Allerdings ist das Gameplay halt wirklich miserabel. Und extrem schwierig irgendwie hochzuleveln auf Dauer. Deswegen, ich weiß nicht, ob sich da irgendwas geändert hat. Ich weiß, dass es anscheinend Cutscenes gibt, die schon das komplette Spiel zeigen. Ich weiß nicht, wie die Leute das gemacht haben. Entweder sind die Quests, die jetzt kommen, super einfach. Oder die haben schon Jahre vorher hochgelevelt, keine Ahnung. Ich persönlich hab's erst angefangen mit Dark World, nachdem ich Union Cross durch hatte. Und das war noch vor meinem Let's Play. Und seitdem habe ich eigentlich, mal abgesehen von den Stellen, wo ich Union Cross aufgenommen habe, permanent Dark World laufen gehabt, um zu leveln. Wirklich permanent. Das heißt, das ist das höchste der Gefühle, was ich halt hingekriegt habe, mit Level 45 gerade. Ich weiß also nicht, ob das reicht, um jetzt das Spiel durchzuspielen oder nicht. Von daher, ja, wenn ich nicht mehr weiterkommen sollte, dann kann es sein, dass es sehr lange dauert, bis ich die entsprechenden Level habe, weil das Leveln werde ich definitiv nicht in den Let's Play reinpacken. Ich werde vielleicht mal zeigen, wie ich es mache, um es mal gesehen zu haben, aber das ist super langweilig, das kann ich euch sowas von sagen. Okay, aber genug davon, jetzt habe ich, ja, wir haben alles praktisch erzählt, was wir erzählen wollten. Ja, dann geht das jetzt los, Quest 71. Vor einem Jahr. Das ist jetzt alles, was ich noch nicht kenne, ne? Also wenn ich jetzt anders reagiere, liegt das daran. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass jetzt meine Theorien, die ich zu Kingdom Hearts habe, nicht widerlegt werden, ehrlich gesagt. Weil sonst habe ich nämlich in letzter Zeit dieses Video, an dem ich arbeite, komplett umsonst gemacht. Mal gucken, was kommt. Oh, das ist die Intro-Cutscene von Kingdom Hearts 3. Hast du jemals von dem antiken Schlüsselschwertkrieg gehört? Ja? Natürlich habe ich das. Vor langer Zeit haben Schlüsselschwertträger sich im Krieg getroffen. Über die Herrschaft des Lichts. Ja, die Lieblingsgeschichte des Meisters. Ich frage mich, was sie geplant haben, mit Kingdom Hearts zu tun. Wenn sie es erscheinen lassen. Wer weiß? Ich verstehe nicht, warum überhaupt jemand einen Krieg erstarten würde. Also, weißt du, kennst du die verlorenen Meister? Wen? Sie sind diejenigen, die den Schlüsselschwertkrieg angefangen haben. Niemals von ihnen gehört. Wo hast du darüber gehört? Woher hast du davon gehört? Oder sie sind diejenigen, für die der Krieg gestartet hat. Ich kann dir nicht folgen. Du kannst die Fassade fallen lassen. Fassade? In diesem Land soll Darkness, also Dunkelheit bestehen und das Licht ausgelöscht werden. Benutzen.
Ein zukünftiger Schlüsselschwertmeister sollte davon wissen. Wenn du es sagst. Das starrende Auge sieht ja, das Schicksal der Welt. Ja, ich die Übersetzung wäre so starrendes Auge. Aber ja, Gazing Eye ist natürlich ein Eigenname, deswegen werde ich es auch als Gazing Eye bezeichnen. Die Zukunft ist bereits beschrieben. Wirklich? Ich bin mir da nicht so sicher. Außerdem, er sagte, dass ich es nicht verändern kann. Und vielleicht wird ja das Licht stehen bleiben. Ziemlich selbstsicher. Aber die Dinge sind nicht gerade in deinem Mann, ich sollte es wissen. Komm schon, Faber. Ja, in deiner Gunst. Vielleicht. Aber im Gegensatz zur Dunkelheit gibt es mehr gibt es mehr bei Licht, als das Auge sehen kann. Du könntest überrascht sein. Oh, das hoffe ich doch. Ja, das war die Kingdom Hearts Cutscene. Komplett. So, grausame Hinweise, Episode 4. Ich bin gespannt. Das sieht nach Schneewittchen aus. Nun, es ist offiziell. Ich habe mich verlaufen. Aber ich habe dieses beeindruckende Schloss gefunden. Ich frage mich, ob irgendwer zu Hause ist. Ich denke, ich habe jemanden gehört. Was möchtet ihr wissen, meine Königin? Magischer Spiegel an der Wand. Wer sollte für immer überall regieren? Du wirst, meine Königin. Wow, dieser Spiegel weiß alle Antworten. Vielleicht kann es mir auch helfen. Da bist du ja. Wir haben uns schon gesorgt. Oh, bist du in Ordnung? Ja. Du sagtest, du wolltest mit uns kommen. Und dann bist du einfach auf eigene Weise losgezogen. Wir müssen zusammenbleiben. Ich weiß, tut mir leid. Ich habe einen Schmetterling verfolgt und als ich mich umgeschaut habe, wart ihr weg. Warum bin ich nicht überrascht? Beeilt euch, Männer, beeilt euch! Ich habe euch doch gesagt, dass dieser Minentunnel brühende Ärger ist. Deswegen komme ich ja mit dir. Keine Zeit zum Streiten. Wir müssen ihnen raushelfen. Denkst du nicht, dass ich das weiß?
Sie müssen von dieser Welt sein, aber ich denke nicht, dass sie uns verletzen wollen. Das denke ich auch nicht. Außerdem klang es so, als hätten sie alle Hände voll zu tun. Irgendwas über eine Mine. Es muss irgendwo einen Höhlenengel geben. Wenn jemand gefangen ist, dann könnten wir vielleicht in der Lage sein, ihm zu helfen. Was haben wir gerade gesagt, darüber auf eigene Faust loszugehen? Du bist derjenige, der reden muss. So. Ich habe auch mittlerweile ein richtig gutes Deck, eigentlich sozusagen. Ich habe also keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier brauche. Beziehungsweise wie lange es halt ist, da oben zu können. Das sind die ersten Kämpfe, das sind 6 Stück. Wir sind jetzt im 4. Der 5. wurde jetzt besiegt. Ja, das war die Quest. Jetzt habe ich im Album was Neues, nämlich das erste Mal so einen besiegt habe. Sehr schön. Wie viele neue Herzlose gibt es denn jetzt eigentlich hier? Okay. Das sind nicht mal so viele neue Herzlose. Die beiden hier zum Beispiel, dieser komische Gargoyle oder was das ist und diese fette da, die ich beide niemals besiegt gekriegt, die waren zu schwer. Ich weiß gar nicht, ob man die noch herausfordern kann. Ich glaube aber nicht. Ich kann mein Team auch nicht ändern gerade. Das heißt, ich bin dann mit Rohr eigentlich. Oder kann ich das im Theatermodus ändern jetzt? Wenn ich jetzt Ort wähle? Ist das denn auch in der Story so? Wahrscheinlich nicht. Wow, Quest 72. Ja, Quest 72 ist scheinbar erstmal nur ein Kampf. Manchmal kommen die Cutscenes nach den Quests, manchmal vor den Quests. Auch nicht. Das ist aber machen bis halt irgendwas weitergeht. In dem Fall ist mein Ziel. Warten wir. Unglaublich spannende Gameplay an. Noch scheine ich relativ hoher Level zu sein, aber wer weiß, wie lange das noch so ist. Die sind schon wieder an. Im Zweifel ist mit Erfahrungspunkten hier. Meine Erfahrungspunkte sind die als Battle Points. Sie sehen rechts oben dieses lilane Symbol in der Aktion. Das sind die Battle Points, die ich quasi habe. Wie ihr seht, sind nicht gerade viele. Wir kriegen jetzt 300 pro Gegner ungefähr. Ich habe ein paar hunderttausend gebraucht, um Level abzumachen. Das sollte eigentlich ziemlich klar sein, wie lächerlich das teilweise ist. Übrigens rechts unten sehen wir, wie viel Karten wir entdeckt haben. Da haben wir noch momentan einmal komplett durchzugehen. So. Das war die Quest. Keine Cutscene. Wir haben wieder was im Album. Das können wir uns angucken. Jetzt haben wir 10 davon besiegt. Einmal mehr HP. Okay. Und dann geht's zur nächsten Quest. Ah, wieder eine Cutscene. Okay. Wer seid ihr? Was schaut ihr hier an? Findet ihn nicht. Kümmert euch nicht um ihn. Ja, nett euch kennenzulernen. Wir dachten, ihr könntet vielleicht eine helfende Hand gebrauchen. Also ist jemand dahinter hinter dem Felsen gefangen?
möchtest du tun? Das ist keine schlechte Idee. Ein Schlüsselschild könnte vielleicht das Ganze lösen. Oder nicht? Es war unglaublich staubig. Ja, es war zu dunkel zum Schlafen. Gut da drin. Ziemlich denkbar für deine Hilfe, Freund. Könnten wir es allein schon hingekriegt. Aber ich schätze, wir sollten dir danken. Jetzt können wir alle sieben von uns zurück zur Arbeit. Sieben, genau wie wir. Das war beeindruckend. Wir haben Gesellschaft. Ach, für Carlos gefallen das jetzt. Also Carlo. Wenn das nicht aufhört, wird die ganze Mine zusammenbrechen. Geht an einen sicheren Ort. Achso, Cave ist mal wahrscheinlich ein Höhleneinsturz. Okay. Denkst du, es hat diesen Höhleneinsturz verursacht? Ich weiß es nicht, aber das Einzige, was wir jetzt tun können, ist... ...es verprügeln. Wir sollten die Dunkelheit verfolgen, nicht wahr? Richtig? Ich glaube nicht, dass wir irgendwo hinkommen. Wenn wir einfach nur zufällige Herzlose besiegen, denen wir begegnen. Wir alle wussten, dass es nicht leicht werden würde. Vielleicht ist es das aber. Ein allwissender Spiegel? Kommt, seht es für euch, seht es doch selbst. Ist das nicht ein tolles Gameplay? Das ist der Grund, weswegen ich das Gameplay im Spiel einfach so miserabel bewerte. Einfach nichts, was man tun kann, um irgendwie besser zu spielen. Tja, naja, wie soll ich sagen?
Ich bin gespannt auf. Ich bin gespannt auf die Story, die jetzt hier kommt. Eventuell ist die Story halt tatsächlich irgendwo soweit gut genug, dass das meine Bewertung für dieses Spiel höher geht. Aber bis jetzt ist es noch nicht der Fall. Jetzt die Gegner, die man in diesen Quest trifft, ebenfalls random. Der einzige Unterschied ist vielleicht der Endboss. Oder halt, wenn es Einzelgegner sind, das feste Gegner, aber. Im Allgemeinen, was da kommt, komplett zufällig. Genauso zufällig wie halt, wenn man einfach nur levelt. Und wir haben wieder einen Album-Eintrag. Diesmal von dem Vieh. Ein HP mehr. Hurra. Level 75. Quest 75. So, das ist es. Was wollt ihr denn wissen? Wo kann ich zuerst? Ich möchte wissen, wie ich Xehanort im Schach besiegen kann. Herakus, Herakus. Das ist ein Spiel mit schwarzen und weißen Figuren. Genannt Alha und Arthur. Und bitte ignoriere ihn. Wir suchen nach ein paar Klassenkameraden, die verloren gegangen sind. Weißt du zufällig, wo sie sind? Die Freunde, die ihr sucht, reisen hin und her. Auf unterschiedlichen Pfaden. Alleine. Alleine mal weiter verfolgen. Also sind sie auf sich allein gestellt. Mal sehen, ob wir wenigstens einen von ihnen lokalisieren können. Kannst du uns vielleicht sagen, wo wieder ist? Der eine. Ruhe! Muss ich dich daran erinnern, wem du gehorchen zu dienen hast? Wer bist du? Frecher Junge! Von diesem Schloss aus regiere ich alle. Wir hörten über diesen Spiegel und wollten ihn ausprobieren. Stört es dich, wenn wir ein paar Fragen stellen? Ihr dringt in mein Heim ein und wagt es, einen Gefallen zu fordern? Der Spiegel gehört mir. Und mir allein. Aber ihr könntet dies vielleicht. Ihr könntet euch diesem vielleicht annähern, wenn ihr wünscht. Ich habe ein schlechtes Gefühl, deswegen. Magischer Spiegel an der Wand verschlingt diese Dummköpfe auf. Ja. Mit einer Hand oder so, keine Ahnung, so wird sich eingreifen. Hey, was? Silber ist noch irgendwas, was nicht passiert ist. Sind wir?
nicht im Schloss. Das ist wohl sicher. Passt auf! Das ist eine kurze Szene, die in dem Trailer zu sehen war. Es ist der magische Spiegel. Warum riecht er nach den Elfen? Warum stinkt er nach Dunkelheit? Ich bezweifle, dass es irgendeine deiner Fragen jetzt beantworten wird. Seid ihr zwei bereit? Darauf kannst du zählen. Natürlich! Okay. Spirit of the Magic Mirror. Bosskampf. Oh, der macht eine Menge Schaden. Tabs, die sind schneller. Komm schon. Das ist ein Gameplay-Feature, was sich tatsächlich lohnt. Meine HP sind schon ziemlich gut. Das ist schlecht. Ja, den hab ich auch verloren. Einfach bloß, weil dieses ist so ein Drecks-Gameplay. Ich könnte so einen Charme benutzen, um jetzt weiterzumachen. Komm. Wir nutzen einen. Sind wir zurück? Ich denke. Sieht so aus, als wäre sie auch weg. Alles klar. Dann lass uns schnell rausfinden, wo wieder ist. Das ist nicht nötig. Wieder? Hallo allerseits. Wir haben nach dir gesucht. Ich hab mir schon gedacht, dass ihr auftauchen würdet. Meister Odin hat euch geschickt, nicht wahr? Ja. Warte, du wusstest das? Dann, warum bist du nicht nach Hause gekommen? Bist du alleine? Du musst sehr nutz sein. Was der Visitant? Ich weiß nicht, was der Visitant heißt. Ihr Besucher. Ich verstehe, warum du das Auge des Meisters... warum der Meister deine Augen auf sich geworfen hat. Da ist etwas anders an dir. Und du, boah... die liegt doch etwas auf dem Herzen, nicht wahr? Du fragst dich, ob du wirklich zu diesen Freunden gehörst. Warum trittst du nicht uns bei stattdessen? Hä? Dann. Worüber redest du? Kommst du nicht mit uns zurück? Ich kann. Nicht, noch nicht. Da ist etwas, was ich tun muss. Was ist das? Das wirst du schon sehen.
brauche eure Hilfe. Was denkt ihr? Was sagt ihr? Ich gehöre... Boah, du kommst doch mit uns, richtig? Ehrlich gesagt, ich habe dem Spiegel meine eigene Frage gestellt. Vielleicht kannst du mir auch helfen. Kann ich dich etwas fragen? Was möchtest du denn wissen? Werde ich jemals einen Schlüsselschwertmeister? Freunden, deren Freunden, deren Herzen lügen. Inhalt und frei von weh. Ich denke mal, deren Herzen nicht lügen, und frei von Wehen sind. Boah. Ich hasse den Spiegel. Im Komfort stillstehend ruhig. Vorwärts zum Fehler zu gehen. Das ist nicht wahr. Ich möchte ein Schlüsselschwertmeister werden. Genauso wie jeder andere auch. Hör auf, die Dinge einzubilden. Keine Macht habe ich, Dinge... Achso, ich habe keine andere Macht, als die Wahrheit zu sagen. Oh. In letzter Zeit habe ich angefangen zu bemerken, wie ich mich wirklich fühle. Ich mag, wie ich... das, was wir jetzt gerade haben, aber wenn wir alle weiter studieren und eventuell die Prüfung bestehen, wir werden alle unsere eigenen Wege gehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür bereit bin. Boah, du und ich, wir werden uns niemals ändern. Ist das nicht richtig? Veränderung ist unausweichlich. Du solltest sie umarmen und lernen, neue Beziehungen aufzubauen. Das ist nicht das, was du sagen solltest. Danke, Erikus. Danke sehr, Nord. Ich habe mich entschieden. Je länger ich in dieser Blase bleibe, desto schwerer wird es mich für mich jemals zu gehen. Lass uns gehen wieder. Ihre Gedanken stehen wohl fest. Entscheidung.
Boar ist tatsächlich weiblich? Ich hatte Boar eher als männlich oder androgynen Charakter gesehen bis jetzt. Also, warum wollt ihr alle Schlüsselschmiedmeister werden? Es war mehr. Okay, ich weiß auch schon, was jetzt gerade. Also es war mehr als eine Verpflichtung am Anfang. Wie eine Familientradition. Aber nun, ich weiß in meinem Herzen, dass ich einer werden muss, um ein Ende zur Dunkelheit zu setzen, ein für alle Mal. Ernsthaft? Moment, was? Okay, Serious Match, die Übersetzung dafür ist wirklich ernst viel. Am Arsch. Ziemlich ernst, würde ich sagen. Für mich ist es ziemlich einfach. Ich möchte das tun, was richtig ist. Da stimme ich zu. Diese Kraft und diese Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Mein Traum ist es, zu lernen und zu erforschen. Wenn ich ein Schlüsselschwertmeister werde, dann werde ich in der Lage sein, die ganzen Welten selbst zu sehen. Ich möchte beschützen, was für mich wichtig ist. Was ihr alle gesagt habt. Zusätzlich möchte ich die große Ordnung beibehalten. So einfach wie das. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe Freunde. Ich möchte es erneut sehen. Warte. Warum musst du ein Schlüsselschwertmeister dafür werden? Schon gut, sag's mir nicht. Wow, was ist mit dir? Oh, ich, also. Ich. Ich werde es euch nicht sagen. Wünsche werden nicht wahr, wenn du sie laut aussprichst. Also wird jetzt keiner von euch ein Schlüsselschwertmeister. Ha! Hey, das ist nicht fair. Jetzt offiziell schon fertig, die Welt. Jahre später. Oh Mann. Das ist auch eine Szene, die man schon aus dem Trailer gesehen hat. Oder aus irgendwelchen Vor-Shadow-Zwecks. Was willst du wissen? Erinnerst du dich an mich? Ja, erkennst du mich? Ein junger Junge damals, nun ein erwachsener Mann. Weniger Haare, trägt der Kopf, aber du bist bekannt. Eine Demonstration auf dem Resolve. Resolve nach. Eine Demonstration meiner Entschlossenheit. Was sonst möchtest du wissen? Über die Jahre habe ich viele meiner Kameraden verloren. Einige sind verschieden, während andere einen anderen Weg eingeschlagen haben.
dem auch sei, da wird immer ein speziell ein besonderer Ort in meinem Herzen sein. Für diese Freunde. Die ich niemals getroffen habe, um sie in meinen Träumen, um sie zu retten, als ein junger Bursche. Oder so ähnlich. Außerdem sind meine Anstrengungen sie zu finden vergeblich geworden. Ich weiß nicht mehr ihren Namen, aber ich kann ihre Gesichter immer noch sehen. Ich frage dich, haben sie jemals existiert? Oder waren sie lediglich ein Stück meiner Vorstellungskraft? Viel liegt außerhalb unserer Welt, sogar außerhalb unserer Zeit. Okay. Moment. Zuerst mal brauche ich Zeit. Einige in dieser Welt, die in dieser Welt wohnen. Das kann ich mir eigentlich denken. Ja. Das Scheim. Ihre Gebühren haben immer noch zu schlagen. Wie kannst du dir sicher sein? Ohne überhaupt ihren Namen. Dein Herz spricht viel klarer als deine Worte. Wo sind sie jetzt? Wo? Überhaupt? Innerhalb eines Ozeans von Schlüsseln. In einem Vasen. In einem großen, unfruchtbaren Land. Ein Junge voller Licht, mit einem großen Licht und dunklem Stand oder so. Der Schlüsselschwertfriedhof. Okay, Episode 4, grausame Hinweise zu Ende. Episode 5, der Schlüssel zu der Weltordnung. Okay. Gut, das war Episode 4. Wir haben den Spiegel das erste Mal besiegt. Offensichtlich kann man ihn auch mehrfach besiegen. Interessant. Es nervt mich so sehr, dass ich jetzt schon einen von diesen Kristallen aufgeben musste. Kann man die kaufen? Sogar echt billig. 2000. Okay. Ich meine, ist der Shop irgendwie viel größer geworden. Man braucht wohl weniger BP, um irgendwas zu kaufen. Das ist praktisch. Gut, wenn ich diese Charms so einfach kaufen kann, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich sie verbrauche. Das ist gut. Dann ist das Spiel vielleicht doch ein bisschen angenehmer geworden. Aber wir sind schon mal wieder sehr lang am Spielen, demzufolge. An dieser Stelle beende ich den Part, Episode 4. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin und ciao.